Erstaunlich. Meine Saat ist aufgegangen. Ich kann's kaum glauben. Oh, kannst du mich etwa sehen? Na, verstehe. Du bist derjenige, der die Samen angepflanzt hat. Dank dir wurde ich wieder erweckt. Ich bin dir so dankbar. Sag, wie heißt du? Stefan? Ja? Hoho, ein wundervoller Name. Mein Name ist Vitai. Ich bin der Erntewichtel des Lebens. Du hast jemanden wie mich getroffen? Das muss einer meiner Art sein. Keine Angst, Leute, kommt her. Hihi, überrascht, was? Das sind Erntegeister. Übrigens, Stefan, was führt dich zu so später Stunde hierher? Ah ja, das war das Licht, das während meiner Auferstehung erstrahlt ist. Menschen sollten es eigentlich nicht sehen können. Wie es scheint, besitzt du geheimnisvolle Kräfte. Wenn dem so ist, dann ist die göttliche Fügung da. Oh, Stefan, willst du nicht meine Bitte anhören? Lass mich dir zuerst das hier geben. Hihihi, du hast angenommen, das ist ein Medaillon. Es gibt noch 5 weitere auf der Welt. Ich bitte dich, die verbleibenden Medaillons zu finden. Wenn du alle 6 zusammen hast, dann wird die Erntegöttin wieder erweckt. Tatsächlich ist sie mehr als nur ein Mythos, aber das fruchtbare Land dieser Welt ging verloren. Und mit ihr die Macht der Göttin. Sie glaubte jedoch, dass das fruchtbare Land eines Tages von schicksalhafter Fügung wiederhergestellt wird. Deshalb wurden uns die Medaillons anvertraut. Sie verteilte sie in der Welt und verschwand danach. Aber sie sagte uns, dass sie, solange die Welt sie braucht, zurückkehren würde. Und da du mich sicher wiedererweckt hast, bin ich mir sicher, dass der Zeitpunkt gekommen ist. Bitte hilf uns. Du willst uns wirklich helfen? Oh, ich bin überglücklich. Ein Märchen? Och, ich versichere dir, die Erntegöttin ist sehr real. Sie mag vor uns vielleicht nicht erscheinen, aber sie wacht die ganze Zeit über uns. Diese große Aufgabe überlasse ich jetzt dir. Erweck die Erntewichtel auf der ganzen Welt, so wie du mich erweckt hast. Die Medaillons folgen dann irgendwann. Dann kannst du das fruchtbare Land wiederherstellen und dir Welt reichlich Nahrung schenken. Genau, denk nur an all das Essen, das du haben wirst. Klingt das nicht überzeugend? Die Erntegeister hier werden dir sicher weiterhelfen. Ui, was zum... Stefan? Ach, was glaubst du denn, was du um diese Zeit hier machst? Sei doch vernünftig. Ich verstehe kein Wort. Erntewichtel, Medaillons? Geht's dir gut, Kumpel? Mir war nicht klar, dass es heute so ein Schock für dich war. Ich kann nicht behaupten, dass ich dir glaube. Aber reichlich Nahrung klingt toll. Ach, was soll's. Ich glaub dir einfach mal. Aber wenn du um die Welt reisen willst, musst du vorbereitet sein. Reisen, fruchtbares Land... Heureka! Ich habe eine tolle Idee. Ich wusste doch, dass ich ein Genie bin. Ich habe zum Handumdrehen fertig. Geh du nach Hause und leg dich für den Rest der Nacht aufs Ohr. Hey Stefan! Stefan, komm mal raus hier! Ich muss dir was ganz Tolles zeigen. Gleich wirst du Zeuge der Geschichte, Stefan. Der Geschichte. Also gut, nimm diesen Stresshelfer und quetsche ihn so fest du kannst. Mach dich bereit zu staunen. Zimtzam gebam! Damit hast du bestimmt nicht gerechnet. Ich nenne es die Expando-Farm. Jetzt kannst du immer und überall eine Farm errichten. Mein Genie ist wirklich zum Fürchten.
Komm her und lass mich dir eine neue, hochmoderne Expandofarm vorstellen. Das ist die Energiequelle deiner Farm. Ich nenne ihn Fünkchen. Hallo, ich bin Fünkchen. Schön, dich kennenzulernen. Fütter ihn, um Energie für deine Farm herzustellen. Füttere mich sofort. Ich verhungere gleich. Miep. Boom. Miep. Ist ja schon gut. Nur zu, Stefan. Füttere ihn damit. Nicht schon wieder Kartoffeln. Miep. Genug Gejammer. Wir sitzen hier alle im selben Boot. Na gut. Dann arbeite ich wohl ein bisschen. So, jetzt hast du ein bisschen Energie. Machen wir uns also an die Arbeit. Hör gut zu, Stefan. Das hier ist eine schöne Farm. Denk dran, sie braucht stets Energie, um zu funktionieren. Nein, so kannst du das nicht bewegen. Versuch doch mal, Fünkchens Knopf zu drücken, Stefan. Na los, probier es aus. Siehst du das? Ein so großes Gebäude passt jetzt in deine Hand. Ganz einfach, oder? Du musst jedoch beim Aufbau ein paar Bedingungen einhalten. Du brauchst ausreichend Platz, um die Farm an einem Ort mit etwas fruchtbarem Land aufzubauen. Fruchtbares Land ist ertragreicher Boden, auf dem die Menschen früher ihre Felder angelegt haben. Wenn du fruchtbares Land findest, aktiviere Fünkchen und errichte dort deine Farm. Du weißt nicht, wo du diesen Ort findest, um deine Farm zu errichten? Keine Sorge, Fünkchen zeigt dir die Orte, an denen du deine Farm aufbauen kannst, wenn du an ihnen direkt vorbeikommst. Mach dir deswegen keine Sorgen, du lernst das schon, wenn es soweit ist. Jetzt kannst du deine Farm jederzeit aufbauen, wann du möchtest. Such dir nur einen guten Ort, um sie auszuwerfen, und dann stehst du im Nu auf deiner Farm. Ich sehe, du willst gleich loslegen, aber vorher musst du noch deiner Mutter Bescheid geben. Eine Reise? So plötzlich? Hehe, du hast es dir in den Kopf gesetzt. Du hast nie aufgegeben, da draußen nach neuem Gemüse zu suchen. Ich verstehe, du wirst mir fehlen, aber das ist etwas, das du tun musst. Ich weiß, dass du jede Menge tolles, neues Essen finden wirst. Nun denn, es ist an der Zeit, Abendessen zu machen. Vergewissere dich, alles aufzuessen. Die Kartoffeln von gestern sind alle verbraucht. Kannst du mir neue besorgen? Hihi, es wäre toll, wenn du auch mal neben Kartoffeln was anderes finden würdest. Aber no pressure. Es ist in Ordnung, du warst immer fleißig auf der Suche. Du wirst das schon schaffen. Hey, was ist eigentlich aus den Samen geworden, die du gestern gepflanzt hast? Schau am besten gleich mal nach und lass mich wissen, ob sich irgendwas geändert hat. Oh Stefan, was ist das denn? Ich glaub's nicht, du hast neue Nahrung für uns gefunden. Man nennt es Rübe, sagst du? Verstehe, ich werde es mir merken. Also gut, lass uns jetzt essen. Es wird sicher eine Weile dauern, bevor wir wieder so zusammen essen können. Ich frage mich, wie dein mitgebrachtes Gemüse wohl schmeckt. Morgen steht ein großer Tag für dich an. Heute solltest du früh schlafen gehen, damit du für deine Reise fit bist. Endlich ist die Zeit gekommen, da du alleine aufbrichst. Das ist schon was Besonderes. Denk immer daran, deine Mutter glaubt an dich immer. Guten Morgen, Schlafmütze. Hihi, du bist überrascht, nicht wahr? Ich habe deinen Rucksack vergrößert, als du geschlafen hast. Befülle ihn mit jeglichem Essen, das du finden kannst. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer zu hören, Stefan. Guten Morgen, Stefan. Oh, hier ist noch etwas für dich. Das ist das Dogpad. Es ist ein Farmkonfigurator und eine Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Du verstehst es, wenn du es ausprobierst. Es ist genauso toll wie ich. Gern geschehen. Solange du es verstehst, wie auch immer, ich stehe voll und ganz hinter dir, Stefan. Geh und finde all die Köstlichkeiten, die diese Welt zu bieten hat. Oh, bevor ich es vergesse, in meinem Haus kann ich allerhand nette Dinge für dich herstellen, also denk daran, ab und zu vorbeizukommen. Na dann, gute Reise, Kumpel!
Und so begab es sich, dass sich unser Held auf die Suche nach den 6 Medaillons der Erntewichtel machte, um die Erntegöttin wieder zu neuem Leben zu erwecken. Wird er es schaffen, die Herausforderungen der Erntewichtel zu bestehen? Wird er den Widrigkeiten und Gefahren überhaupt gewachsen sein, die auf ihn warten? Noch weiß er nichts von all den Schrecken, die hinter dem nächsten Wald auf ihn warten, und von den vielen Leben, die schon bald in seiner Hand liegen werden. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Bye bye!